Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer neuen Folge der ADA-Analyse. Der letzten Folge für heute. Morgen sind es nur zwei Folgen. Morgen ist es nur Obscure und der Herr der Ringe Online. Singularity fällt aus. Bei dem letzten Mal bei der ADA-Analyse ging es um die Drachen. Da war ich ein bisschen faul, weil ich da ein paar Links in der Videobeschreibung gestellt hatte und es mir dann nicht so gut ging. Nach den Kommentaren war das auch nicht die beste Idee mit den Links. Dafür möchte ich mich im Nachhinein nochmal entschuldigen. Ich werde zwar wahrscheinlich auch in Zukunft schon wieder Links verwenden, aber etwas besser mich vorbereiten. Das war einfach beim letzten Mal anders nicht möglich. Bei der heutigen Folge gehen wir auf ein Volk ein, und zwar die Dunländer. Ein Volk, was zumindest ich persönlich recht interessant finde. Leider gibt es nicht allzu viele Infos, das heißt, die Folge wird wahrscheinlich nicht allzu lange, aber doch denke ich nicht so uninteressant. Die Dunländer sind, wer hätte es gedacht, die Bewohner des Landstriches Dunland. Dunland ist übrigens ein altenglisches Wort für Hügelland. Es sind Menschen, sie stammen von den Edain ab. Die Edain sind jene Menschen, die im ersten Zeitalter freundlich zu den Elben standen. Also nicht die Ostlinge zum Beispiel, die es ja auch schon aus dem ersten Zeitalter gab, sondern jene, die gegen Morgoth gekämpft haben, die den Elben geholfen haben. Die Dunländer, oder zumindest das Volk der Dunländer, sind die letzten Überlebenden eines anderen Volkes, das sich Gwadhuruin, ich habe ja hier immer wie immer einen schlauen Zettel, aber das ist ein schweres Wort, Gwadhuirim nannte, nach dem Fluss Gwadlo. Die lebten ursprünglich in Enedwald und später waren sie die Bewohner der Ered Nimreis, also des Weißen Gebirges, das was in der Nähe von Gondor ist, und sind sprachlich mit dem Volk von Hale verwandt. Das Volk von Hale war eins der Stämme der Edain, also eins der Stämme, die wie gesagt im ersten Zeitalter freundlich standen zu den Elben und ihnen im Kampf gegen Morgoth geholfen haben. Eventuell gehören auch jene zu Dunländern, die wir als das Schattenheer kennen. Also die Untoten, die den Menschen von Gondor beim zweiten Zeitalter bei Schlacht des Bündnisses die Unterstützung versagt haben, weil sie eben Sauron gehuldigt haben und die dann von Isildur verflucht wurden. Weil, wie gesagt, die Dunländer ursprünglich eben auch das Weiße Gebirge bewohnt haben. Das, was wir wirklich als Volk der Dunländer kennen, bewohnte ursprünglich das westliche Gebiet von Calenadon. Calenadon wird vielleicht manchen noch ein Begriff sein, das war der frühere Ausdruck oder der frühere Name von Rohan. Ursprünglich haben sie da vor allem das Gebiet zwischen den beiden Flüssen Adorn und Isen besiedelt. Den Isen kennt man ja. Da ist ja Isengard in der Nähe und Adorn ist auch nicht so weit weg. Und später haben sie halt sich die ganze Provinz, haben sie die ganze Provinz als ihr eigen betrachtet. Aber sie wurden vertrieben. Und zwar nachdem die Provinz weiter verschenkt wurde de facto von dem Tochses Sirion an die Eofiot, also an die späteren Rohirrim. Sirion hatte ich schon mal in der ADA-Analyse, da werden sich einige dran erinnern. Und ja, die späteren Rohirrim, die Eofiot, haben halt die Dunländer in das danach bekannte Dunland vertrieben, weil es halt die ursprüngliche Bevölkerung war und die beiden Völker mochten sich halt von Anfang an nicht wirklich. Kann man sich sicher so vorstellen wie bei der Neuen Welt mit den Eroberern und halt den Indianern, so in der Richtung. Vielleicht nicht ganz so übertrieben formuliert, aber ja, so in der Richtung kann man sich's vorstellen. Allerdings gab es nicht nur schlechte Zeiten, interessanterweise, zwischen den beiden Völkern, zwischen den Dunländern und den Rohirrim. Es gab sogar eine Weile ziemlich freundschaftliche Verbindungen, zumindest zwischen den Dunländern und den Rohirrim im Westen.
also in der Westfold, eben auch in der Nähe von dem Fluss Adorn. Dort hatte sich eine Art Mischbevölkerung gebildet. Das waren eben Menschen, die von beiden abstammten, also sowohl von Rohirrim als auch von Dunländern. Die bekanntesten davon sind der Fürst Freka und sein Sohn Wolf. Auf beide werde ich definitiv in anderen Adar-Analysen-Parts eingehen, weil sie für die Geschichte wichtig sind. In diesem Part gehe ich auf die jetzt nicht wirklich ein. Also in diesem Part nur so viel. Das waren beides eben Leute, die sowohl in der Ahnenreihe Dunländer als auch Rohirrim hatten. Und Wulf hat 2758 drittes Zeitalter einen der schlimmsten Aufstände der Dunländer angeführt gegen damals den König Helm Hammerhand, wo die Dunländer zum Beispiel auch Helms Klamm belagert haben. Wie gesagt, da gehe ich jetzt nicht wirklich drauf ein, weil das gehört eigentlich nicht zum Volk, aber sehr wohl dann bei den jeweiligen Folgen, weil dies wichtige Geschichtsleute sind. Also warum es da zu dem Aufstand kam, warum es da dann endgültig zu dem Bruch kam zwischen Dunländern und Rohirrim, ist eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte. Oder sagen wir mal, nicht unbedingt traurig, aber von vielen Missverständnissen durchzogen. Aber wie gesagt, da gehe ich jetzt hier nicht mehr drauf ein. Im Ringkrieg, wie wir ja wissen, haben sich die Dunländer Saruman angeschlossen, beziehungsweise seinen Streitkräften. Sie wurden von Sarumans Schmieden mit Waffen und Rüstungen versorgt. Hauptsächlich aus dem Grund, weil er ihnen versprochen hat, dass ihnen halt dann die Länder gehören, also dass sie quasi ihre Heimat zurückerobern können, was nachvollziehbar ist, wenn man bedenkt, dass ja Saruman besonders für seine Stimme bekannt war, kann zumindest ich für meinen Teil die Dunländer da sehr gut nachvollziehen. Wie wir wissen, war das für sie letztendlich nicht die beste Idee, weil sie haben da sehr, sehr viele Männer verloren, gerade bei der Schlacht um Helms Klamm zum Beispiel. Und deswegen waren sie nach dem Ringkrieg durch die schweren Verluste, die ihr Volk davon getragen hat, gezwungen, die Rohirrim anzuerkennen als Herrscher. Also gewissermaßen als Lehen im Sinne von, sie konnten ihr Leben weiterleben, aber die Rohirrim wären halt ihre Herrscher. Und es gibt sogar Berichte, dass Boten zu König Elessa, also zu Aragorn, geschickt wurden, um auch seine Herrschaft anzuerkennen. Deswegen war vermutlich im 4. Zeitalter Dunland als Teil Edithweids im Vereinigten Königreich ein Teil. Man sollte vielleicht auch sagen, dass die Dunländer besser den Ringkrieg überdauert haben als beispielsweise die Orks, weil zum Beispiel nach der Schlacht von Helms Klamm, die Uruk-hai und Orks wurden alle getötet, die Dunländer nicht. Die Dunländer haben da eben sich ergeben, haben gewusst, es bringt nichts weiter zu kämpfen, und mit ihnen wurde gnädig verfahren. Sie mussten zwar die Schäden wieder gut machen, die sie halt Helms Klamm zugefügt hatten, also zum Beispiel die Reparatur des Tores, das vom Rambock zerstört wurde und so, aber an sich wurde ihnen nichts getan, und da gibt es im Buch eine schöne Stelle, weil da sind die Dunländer ganz überrascht. Saruman hat ihnen dann solche Sachen erzählt, wie von wegen, die Rohirrim würden sie bei lebendigem Leibe essen und solche Sachen. Also man muss dazu sagen, dass nach dem Ringkrieg das Verhältnis zwischen den Dunländern und den Rohirrim besser geworden ist, weil die Dunländer halt eben durch den Boten zum Beispiel gezeigt haben, okay, die Rohirrim sind auch Menschen, wir müssen die nicht nur hassen, obwohl sie uns das Land eigentlich weggenommen haben, da komme ich später nochmal drauf. Vorher kam ich ja kurz drauf, eben durch diese Übergabe des ursprünglichen Kalenadons und durch die Vertreibung. Also es stimmt ja de facto. De facto haben die Rohirrim die Dunländer vertrieben. Und die Rohirrim halt ihrerseits gemerkt haben, okay, Dunländer sind nicht nur plündernde, wilde Barbaren, die alles zerstören, sondern die auch, mit denen man auch vernünftig reden kann. So in der Richtung. Ja, ansonsten ist noch zu sagen, dass Dunländer körperlich sehr groß waren und die Haarfarbe und die Hautfarbe etwas dunkler war als bei den Rohirrim, weil bei den Rohirrim ist ja blondes Haar weit verbreitet, sieht man ja auch im Film sehr schön, die Dunländer haben häufig schwarzes Haar und bei den Männern ist bekannt, dass sie alle eine sehr wilde Bartpracht hatten
also sehr, sehr starken Haarwuchs, Bartwuchs. Hauptsächlich lebten sie als Hirten im Hügelland, waren sehr abergläubisch. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum sie Saruman geholfen haben, weil Saruman ja bekanntlich ein Zauberer war, also ein Istari, dass sie halt dachten, ja, er ist ein Zauberer, er wird schon wissen, was das Richtige ist, und wenn wir ihm nicht helfen, dann werden wir verflucht. Könnte ich mir vorstellen. Man sollte auch sagen, dass die Dunländer durchaus gefürchtete Krieger waren, trotz relativ schlechter Bewaffnung, was einfach daran liegt, das Dunland selber ist ein sehr karger Landstrich, da hat man fast keine Ressourcen, um wirklich Waffen herzustellen. Das meiste waren zum Beispiel Holzspeere, da habe ich einen sehr schönen Vergleich zu The Last Days of the Third Age, da komme ich aber später nochmal drauf. Von der dunländischen aber sie sind, wie gesagt, trotz schlechter Bewaffnung sind sie gefürchtete Krieger und definitiv nicht zu unterschätzen. Von ihrer Sprache sind zwei Sachen bekannt. Einmal der Adorn, also der Name des Flusses. Das ist dunländisch. Ich weiß leider nicht, was es bedeutet, aber es ist dunländisch. Und das Wort Forgoil, das ist, war die Dunländer-Bezeichnung für die Rohirrim, war natürlich eine Beleidigung und bedeutet Flachsköpfe, was sehr passend ist, gerade wegen den blonden Haaren, finde ich. Eine andere Beleidigung für die Rohirrim war natürlich Landräuber. Wie gesagt, finde ich nicht unbegründet. De facto haben die Rohirrim die Dunländer vertrieben, die Gondorer ja auch, weil ursprünglich waren sie halt in der Nähe von Gondor und dann eben im damals noch nicht Rohan und dann eben im Dunland. Also die sind schon weit, schon haben gewisse Wanderungen gemacht, sagen wir es mal so. Sie waren natürlich im dritten Zeitalter auch misstrauisch gegenüber den Dunedain, was auch interessant ist, weil, wie gesagt, ursprünglich den Edain angehörig, also den Elbenfreunden, aber das hat sich halt im Laufe der Zeit gewandelt, unter anderem auch wegen der ganzen Vertreibungsgeschichte. Die Rohirrim haben sie natürlich gehasst, das war einer der Hauptgründe, die Saruman genutzt hat, um sie in seine Streitmächte einzugliedern. Und was noch interessant ist, ist auch, dass der Name Dunländer eigentlich ein Schimpfname ist von den Rohirrim. Also die Dunländer selber als Volk heißen eigentlich nicht Dunländer. Leider weiß man nicht deren Eigenbezeichnung, was ich sehr schade finde. Sondern dass der Name wurde ihnen von den Rohirrim verliehen. Die haben sich halt damit so ein bisschen lustig gemacht nach dem Motto, ja, wir haben jetzt eure alte Heimat und ihr müsst jetzt in diesem kargen Dunland leben, ihr Dunländer. So in der Richtung. Also man merkt schon, das ist kein Hass, der nur von einem Volk ausgeht, sondern die Völker mögen sich einfach nicht. Diese kurze, zwischenzeitliche, friedliche Zeit ist halt leider zerstört worden. Es gab immer wieder mal kurze Epochen, wo Dunländer und Rohirrim sich halbwegs vertragen haben. Nicht gemocht, aber halbwegs vertragen, aber das hielt halt leider nie lange. Und ja, ansonsten kennt man die Dunländer eben von zwei Spielen. Einmal natürlich Schlacht um Mittelerde 2. Da sind sie ja Teil von Isengard, auch in der Edain-Mod. In der Edain-Mod gab es ja auch Wulfgar, den dunländischen Anführer. Der Name ist übrigens nicht kanonisch, sondern erfunden. Was ich schade fand, oder schade fand, als ich es rausgefunden habe. Aber gut, vielleicht hatten sie da, ich meine, es klingt ja recht ähnlich zu Wulf. Und ja, in The Last Days of the Third Age, die Mod, die ich mal anfangen wollte, wer sich an die noch erinnert, kann man ja auch Dunländer spielen. Und darauf wollte ich jetzt nochmal kurz eingehen. Das gehört nicht direkt zum Volk, aber ich wollte darauf nochmal kurz eingehen. Also in dem Spiel allgemein gibt es ein Rufsystem, dass man, es hieß ja gut gegen böse, und wenn man ein Dunländer spielt, spielt man natürlich böse und kann dann bei einem bösen Völkern eben Ruf ansammeln, und beim Dunland, das ist ganz cool, weil die Ränge gehen natürlich immer vom schlechtesten zum besten. Das heißt, am Anfang sind die Titel, die der Held hat, der Spieler hat, eher schlecht und am Ende ziemlich geil. Also der erste Rang, den man im Dunland zum Beispiel hat, ist Welpe, was dann geht über Hund, dann Wolf und dann immer stärker und endet bei Frekas Rächer. Ich erwähne das deswegen jetzt so direkt, weil, wie gesagt, Freka eine sehr wichtige Person bei den Dunländern oder auch allgemein in der rohirrischen Geschichte ist. Gehört jetzt nicht hier unbedingt rein, fand ich aber eine ganz coole Sache.
Und man kriegt eben da auch Belohnungen. Je höher man im Rang steht, desto bessere Belohnungen kriegt man. Und da ist zum Beispiel eine sehr starke Belohnung von den Dunländern eine ausbalancierte dunische Pike. Und ja, das ist quasi ein Holzstab. Darauf gehe ich jetzt auch nur deswegen speziell ein, weil man da wirklich merkt, dass die ursprüngliche Ausrüstung von Dunland eigentlich eher ärmlich ist, eher schwach ist. Die letzte Belohnung, die man als Frekas Rächer kriegt, ist ein meisterhaftes Schwert der Dunländer, was okay ist, aber nicht großartig. Also man muss sagen, dass von der Bewaffnung, die halt, wie gesagt, die meisten hatten halt Speere aus Holz, was gegen die Rohirrim als Pferdeliebhaber sehr sinnvoll ist. Und ansonsten waren halt Äxte sehr verbreitet und Schwerter hatten halt wirklich nur Anführer und sehr, sehr hohe Adlige. Deswegen erwähne ich das hier so direkt. Ist jetzt eigentlich für die Folge nicht zwangsweise wichtig, fand ich aber ein interessantes Detail. Und ja, mehr ist es halt leider von den Dunländern nicht. Ich finde das sehr schade, weil ich finde das Volk durchaus interessant. Es ist halt leider kein Hauptcharaktervolk, wie jetzt zum Beispiel Dúnedain oder die Elbenvölker oder die Rohirrim. Aber man weiß schon ein paar Sachen und ja, ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der Ada-Analyse dann nächsten Montag wieder. Immerhin wurden jetzt knapp 16 Minuten. Mit Endcut jetzt vielleicht 17 Minuten. Also das ist ja durchaus im Rahmen der sonstigen Folgen. Ist jetzt nicht zu kurz geworden. Und ja, wie immer, Kommentare, Fragen, Anmerkungen aller Art gerne schreiben. Werde ich darauf reagieren, beantworten. Und ja. Mal sehen, was ich dann beim nächsten Mal nehme. Wünsche für die gab es ja bislang zumindest noch nicht. Bin mal gespannt, ob da noch was kommt. Und wir sehen uns dann, wenn ihr möchtet, morgen zu den zwei Folgen und am Montag zur Ada-Analyse wieder. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.